This night requires some sinner. Three words, a quiet afternoon. Liebe Leute, so geil, so ein schönes Wetter, so schön, so herrlich. Ja, es ist einfach ein Traum. Ich bin hier draußen und genieße den Morgen und trinke noch einen Kaffee und habe gedacht, jetzt machst du noch eben die zweite Reihe für Messer aus der großen Kiste mit dem die großen Messer. Ja. Ich freue mich, dass das so eine rege Resonanz bei euch gefunden hat und seid dabei, schaut mit mir, die nächste halbe Stunde wird es bestimmt, die Messer mal an. So, nun wollen wir mal loslegen. Jetzt sind wir wieder dabei. Messer. Ja, ich genieße den Tag hier. Das ist so wunderschön. Ich liebe das. Die Sonne morgens, wenn es so mild ist, die ersten Tage, wo es warm wird. Der Raps blüht hier, es riecht wunderbar, die Bäume sind hier am Ausschlagen, es ist toll. Ich genieße das so sehr, ne? Bodo, du genießt das auch hier. Ja, wir sitzen hier draußen und haben noch ein bisschen Zeit, bevor ich arbeiten gehe und werde noch eben ein Video für euch, mit euch machen. Und ja, letztes Mal, das hat ja wieder gut eingeschlagen, wurde gut angenommen, das Video, und es wurde viele sagten gleich in den Kommis, dass ich weitermachen soll, nächste Kiste, nächsten Messer zeigen soll, und dann bin ich dabei. Ja, meine Frau ist heute zu ihren Eltern geflogen, nach La Palma, auf La Palma. Die wohnen genau nebenan, im Nebenort von hier, Benjamin Klausner. Das ist ganz witzig. Und ja, meine Frau war jetzt schon so lange nicht, durch die Corona-Krise konnte sie ihre Eltern nicht besuchen. Ja, die war so aufgeregt, die Kleine, und die ganze Woche schon nur am Hübbeln, dass sie endlich zu ihren Eltern kann, und voll süß. Und jetzt ist sie heute Morgen ganz früh los nach Hamburg zum Flughafen, und nun bin ich hier Strohwitwer. Jetzt kann ich hier rumlümmeln. Aber ich will jetzt mal anfangen und euch nicht auf die Folter spannen. Ne? Ja, komm, Bodo und Schako sind hier, und jetzt legen wir mal los. Ihr kennt ja den Klassiker, der Klassiker. Ich war gerade vorletztes Wochenende auf dem Reichweite-Treffen im Sauerland von dem Joe Dietenhofen. Und nochmal danke, Joe, für die Einladung, und auch an Olaf und JJ auch nochmal danke für die Einladung. War sehr, sehr nett bei euch. Und Toni war natürlich auch da. Und ja, was wäre die Messerwelt ohne das GEK von Toni. Ich selber habe hier die Variante in das GEK 2000 von Icon. Ihr seht, das ist benutzt, da ist auch Rost ein bisschen schon dran, weil das ist ein D2-Stahl, der immens die Schärfe hält und auch immens stabil ist, weil er eine gute Härtung hat. Ich selber habe mir dafür eine Kydex gemacht. Ich mache mir immer meine Survival-Kydexe, kennt ihr ja. Und wo oben drin ein Feuerstahl mit drin ist, den kann man so mit der Messerspitze dann rausschieben. Ich habe hier noch Roboterklett drauf. So kann man auf der Kydex noch Sachen befestigen. Ne, zwei Streifen, da könnt ihr eine Tasche draufsetzen oder irgendwelchen anderen Kladderadatsch. Und hier fällt gerade die eine Schraube raus. Gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall mit Dengler mag ich immer gern einen Gurtdengler. Dadurch trägt sich eine steife Kydex-Schale schon wesentlich besser. Zu dem Messer selber. Es ist eine Ikone der Messergeschichte. Toni hatte ja anfangs die bei Schlieper bauen lassen. Auch das Europamesser stammt aus der Serie. Das besitze ich leider nicht. Und dieses hier ist jetzt schon die nächste Generation. Hi, hi, liebe Leute. Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja. Schönen guten Abend zum Livestream. Könnt ihr mich gut hören? Seid ihr alle drauf? Seid ihr alle da?
Schön, hier sind ja schon einige Leute vorhanden. Da sind ja schon ein paar am Start hier. Wen haben wir denn hier? Ja, hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, super geiler Ton, Matze, schreibt Lars. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir ja mal loslegen. So, wen haben wir denn da? Lars Reinicke, Doreen, schönen guten Tag, Henning Pieper, Handrang, Serge, Landtechnik 4K, moin moin, Doreen Wolf hatten wir schon, Feldmann, Talento, wen haben wir noch? Marc Ziemann ist auch da. Marc, der wird uns ja bald in der Rhön sehen, so wie ich das, wie ich das hier sehe. Wen haben wir denn noch? Geier 70, Bastel Andi. Wen haben wir denn hier noch? Da sind ja noch ein Tom Hilbig, Jay Kimball und Erzi Raphael. Schönen guten Abend, Erik Kaiser. Wo haben wir denn noch? Outstriker, The Reloadist. Uiuiui, hier Bukulu, Geisterreiche. Schön. Henry, Henny F., Dietmar Große, Wiedfeld, schönen guten Tag. Tandoma, Sribi, Schribi, Schribi habe ich kennengelernt auf der Messe Wild und Jagd und Hund in Dortmund. Und Schribi hat sich auch bei mir angemeldet für das Jamboree. Ja, wollen wir mit dem Jamboree heute ein bisschen starten oder soll ich das noch ein bisschen hinausziehen oder wollen wir mal irgendwie heute ein bisschen erstmal so im Vorfeld quatschen, was so anliegt? Platanus 460, schönen guten Tag, Martin Breitenbach. Wen haben wir denn noch? Den haben wir noch Marc Wiebrands und dann ist dann noch, jo, jetzt noch weiter. Harndrang, ja, ich und ein Lederhemd. Nee, nee, das ist von, das ist Loden. Das ist ein Hemd, warte, ich zeig dir das eben von Waldcoats. Das ist ein richtig cooles Teil. Super gut anzutragen. Die sind richtig geil. Die Grimbarts heißen die. Lodenhemd Grimbart. Gibt es in Braun und in Grau. Darfst du nur nicht so in der Waschmaschine waschen, dann laufen die ein. Und mein erstes ist eingelaufen. Deswegen habe ich jetzt dieses hier in Braun. Ich hätte es erst in Grau. Outstriker, Jamboree, Halbbock-Angriff, haha. Ja, Halbbock-Angriff hat ja letztens gekniffen bei seinem MMA-Kampf. Da war ihm wohl nicht so ganz gut zumute hier, der Fabio. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch wollen, sich auf die Fresse kloppen zu lassen. Von irgendeinem, der grimmig guckt und auch noch ziemlich aggro ist. Da haben sie ihn ja auch schon wieder für auseinandergenommen. Aber naja, ist aber auch schwierig, nicht? Also ich meine, einen Rückzieher machen, weil dir du bist, ja, machst so einen Krempel da wie MMA. Ich glaube, das ist doch ein bisschen eine andere Nummer wie Vollkontakt häkeln, oder? Wie seht ihr das? Ja. So. Schribi liebt Loden. Hast du auch eine Loden-Unterhosen? So eine, ja. Schiebbüdel ist auch da. Jo. Henning Pieper, kratzt das Hemd? Also, mir kratzt immer der Rücken. Also, ich kann das tagelang haben, wenn meine Frau mir den Rücken kratzt. Ich habe auch so eine Kratzehand. Herrlich, ich liebe das. Nein, aber es ist vielleicht für empfindliche Haut ist das, also kann das sein, dass das ein bisschen fies ist, unangenehm. Also ich komme damit klar, aber es gibt auch weichere Stoffe, sagen wir mal so. Es ist eben Loden. Aber es ist super warm und trägt sich rattengeil. Kannst du manchmal sogar, wenn es nicht ganz so kalt ist, die Jacke für draußen lassen, ne? Und
Alles ist vor gut 2 Wochen um 50 Euro teurer geworden. Was denn alles? Schreib mal, Jay Kimble. So will kein Gegner gewinnen, ja. Instant MMA Fullkontakt, ja. Denmark Bear. Jo. Hi, Denmark Bear. Ja, ist so eine Sache. Also ich habe früher, wir haben ja hier unser großes Restaurant gehabt. Ich habe das jetzt umgebaut, da sind Wohnungen drin, die wir vermieten und so weiter. Aber früher war das hier immer, da haben wir unten im Saal, wenn der nicht genutzt wurde, in der Woche haben wir hier immer Boxen trainiert, so richtig Uffe-Fresse. Aber nicht so klassisch Boxen, sondern mit allen Fiesigkeiten. Wobei ich eben sagen musste, dass man da immer noch sich ein bisschen was gedroschen hat, aber da ging es dann nicht, dass du da am Boden und noch in die Nieren und sonst was war alles. Also ich habe seitdem hier eine krumme Nase und mein Kumpel Jürgen, dem habe ich mal irgendwie 2 Rippen gebrochen mit so einem schönen Haken. Ja, also es war schon sportlich und ging auch gut ran, aber MMA, jetzt mal ganz ehrlich, da muss man aber auch eine ganz komische, ein bisschen, ja, ich weiß das gar nicht. Das ist schon eine Nummer für sich. Das ist ein bestimmter Typus Mensch, glaube ich, der da drauf geht. Der da Bock drauf hat. Ja. Naja, vielleicht hat er eine miese Stimmung gehabt. Aber der Typ, gegen den er kämpfen sollte, das muss ich ganz ehrlich sagen, der sah auch, sagen wir mal, so ein bisschen strammer aus, der Bengel. Ne? Der hatte ein bisschen gut was an der Funde da. Und ich würde mal so sagen, der hätte den armen Fabio mal eben durchs Gitter gezogen. Aber ganz gewiss, der hat den da reingeflochten. Henny F., ja, du freust dich auf Sheryl. Wir haben uns auch in Dortmund getroffen. Ja, cool. Leute, ich gebe mir Mühe, heute ein bisschen durchzuhalten. Ich bin tierisch erkältet. Ich habe so Halsschmerzen. Und ich habe das ja angekündigt. Champ hier den Livestream und möchte natürlich dem auch euch da meine Verpflichtung die euch gegenüber einhalten. Aber ich werde heute nicht ganz so lange machen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen und wie es wir so schaffen und wie bis ich abkrächze. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Henny, ich habe jetzt kein Bild mehr vor Augen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen bei uns am Ridgeline-Stand waren. Ich hatte das Gefühl, ich bin ja da von Dienstag bis Sonntag gewesen und ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre, also von morgens bis abends haben wir gesabbelt, haben über Jacken und sonst was. Es waren so viele YouTube-Leute auch da, mit denen man gesprochen hat. Also es war schon irre cool. Man hat irre viel gesehen, irre viele Leute getroffen. Es waren so viele, dass ich mich bei manchen wirklich gar nicht mehr, die Gesichter habe ich nicht mehr. Hallo Schatz, ein Tee, danke. Hast du? Dankeschön. Und da sind mir die Gesichter sind schon manchmal weg, echt, weil das so viele Leute waren. Was ist denn deine Meinung zum neuen Survival Beaver? Also, ich treffe mich in einer Woche. Ab Donnerstag könnt ihr, wenn ihr da Zugang habt, zu IWA in Nürnberg, kommt rum. Ich bin bei Kaströmen wieder am Stand. Wir können dann gern alle, jeder der rumkommt, ich lade euch gern auf einen Kaffee ein. Dann können wir mal eben Kaffee trinken gehen, ein bisschen schnacken und so weiter. Ich bin auf jeden Fall bei Kaströmen am Stand. Und ja, da werde ich mich auch mit Donnerstag mit Reini treffen und der bringt mir den neuen Survival Beaver mit. Wobei ich ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, schon lange das Ding gesehen habe. So seit über einem halben Jahr kenne ich das schon. Von daher bin ich da nicht so überrascht. Ich bin jetzt gespannt drauf, das in den Händen zu halten. Und ich sehe aber schon wieder hier meine Modifikationshände. Und in meiner Werkstatt werde ich dann, ich werde ein Video dazu machen und werde dann den Survival Beaver, glaube ich, etwas modifizieren.
Ja, Outstriker, der Survival Beaver, ist meines Erachtens so vom Griff eher so ein Skramer mit einer Spearpoint-Klinge. Und ein Short-Skramer. Ne? Wild Basics, guten Morgen. Guten Abend. Feldman Survival, ist unsere Hängematte angekommen? Schon an, ja, von Ticket to the Moon? Natürlich, Feldman. Fieldman ist da. Hab ich hier. Hab ich schon, wollte ich aufhängen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei uns war hier im Norden, bei uns hatten die Schafe keine Locken mehr. Das war einfach ein bisschen strammer Wind hier mit waagerechten Regen. Da bist du, ich muss ja mal raus mit dem Hund, man geht dann auch raus mit dem Hund, dicke Jacke an und Mütze und raus, Hunderunde machen. Aber ansonsten hat man sich hier doch recht zurückgehalten, was Outdoor und Ausprobieren angeht. Weil die Sache mit Hängematte rausgehen bei dem Wetter, lass mal lieber. Aber da ist angekommen, danke. Outstriker, der ist von Jas, der Survival Beaver. Sash, so. Schenke mir Hilleberg und Fjellreven vor allem. Aha, was ist mit Hilleberg und Fjellreven? Für MMA Fighting musste wohl schon einen Nagel im Kopf haben, aber einen 200er. Ich glaube auch, vor allem muss man da, ich weiß nicht, also, na gut, die Jungs sind aber auch hammerhart und super gut durchtrainiert. Ne? Also, das sind echt fiese Kanten. Also, ich glaube, das ist schon eine andere Nummer. Ja, man muss schon Schmerz mögen, schreibt Marc hier. Ja. So, Denmark Bär ist auch dabei. Denmark Bär wird übrigens auf dem Jamboree unser Lagerarzt sein. Das wisst ihr schon. Ja, ich habe übrigens, ich mache mal hier ein Bild auf. Und dann mache ich mal eben Bildschirm und Cam. Yep. Und dann verschiebe ich mich hier noch mal ein bisschen weiter rüber. Und dann können wir hier mal ein bisschen im Bild scrollen. Und ich swipe mal rüber zum Jamboree. Und ich habe hier noch mal auf der Webseite vom Jamboree, habe ich noch mal, haben wir abgedatet, wer hier alles kommen wird. Also ich habe jetzt die Zusage von Expert. Die haben der liebe... Dirk wird jetzt kommen von Expat und uns beglücken mit ganz viel Wissen und ganz vielen coolen Sachen. Ich habe die Zusage von Will von Corpus Liberi Tattoo in Hamburg. Der kommt und macht da, da könnt ihr euch dann das Jamboree, den Jamboree, das Jamboree-Logo hier auf den Arm peikern lassen. Es wird bestimmt auch ein cooles, wir meinen, in irgendeinem Wettbewerb wird es auch ein Tattoo zu gewinnen geben. Also auf jeden Fall werden wir Goose bestimmt noch ein I Love Jackknife auf Wange machen lassen oder irgend sowas. Müssen wir mal gucken. Wen haben wir denn noch da? Der Pero ist mit dabei, macht geilste Schnitzarbeiten. Der wird mit euch einen Schnitzkurs machen. Was haben wir noch dazu bekommen? Ich gucke gerade nach. Irgendeinen hatte ich noch nachgetragen. Wartet mal. Ich glaube, das war's aber auch schon. Ja, wir haben auf jeden Fall einen riesen Sack an Leuten am Start. Und beim Jamboree. Und ich hoffe, dass das cool wird. Ja, dass die Leute auch cool drauf sind und dass wir da nicht irgendwelchen Ärger haben werden und die Leute entspannt sind. Man weiß das ja immer nie so direkt, was da so läuft, wie die Leute da reagieren. Ich hoffe, wie gesagt, für mich ist das eine Sache, wo ich tatsächlich so ein bisschen... Na... Stellt euch vor, da sind Leute, die ein bisschen durchdrehen oder sowas. Das wäre natürlich nicht so gut. Und wir haben zwar ein paar in der Form ein paar Ordner mit dabei, aber wir wollen uns ja da in Ruhe Spaß haben.
Ja, das wäre für mich, also so habe ich so ein bisschen mal Äschen vor bei so einer großen Menge an Leuten und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas erleben werden. So. Die oben die Schublade zudrücken. Bist du so ein Ordnungsfanatiker, Hahn dran? Ich muss gerade lachen, weil du da. Gibt ja Leute, die haben damit ein Problem mit solchen Sachen. Ich soll die Schublade. Ich habe das immer mit, da ist irgendwie, wenn ich draußen da meinen Livestream, meine Messerkisten gezeigt habe, weil da eine Schindel ein bisschen hochgeschoben ist. Da ist immer einer, der sagt das immer wieder, dass die Schindel hochsteht, wo ich dann immer grinsen muss, weil ich weiß gar nicht, was ihn das an, warum, ja, die Schublade. Anja, kannst du die Schublade noch ein bisschen weiter aufmachen für ihn? So ein bisschen, dass er vielleicht, das ist vielleicht so ein bisschen Autismus, denn. Hast du jetzt nicht aufmachen? Ich muss sie auch weiter aufmachen. So, nein, Nee, doch. So, jetzt ist die Schublade doch zu. Also ich hätte dich jetzt ja. Ich soll dich grüßen, Anja. Zurück an euch alle. So. Ja. Ich hatte die letzte Zeit, ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, so, ich habe im Moment gerade sowas von keine Lust gehabt auf YouTube. Also richtig anstrengend war das. Und witzig ist eben auch, dass die meisten Leute bei mir nur Messerkram sehen wollen. Kein Outdoor, kein sonst was. Das interessiert die meisten nicht, die bei mir schauen. Und dann hast du ein schönes Video über eine geile Kajaktour oder irgendwas mit einem Stadtgecko. Und dann merkst du dann so, ja, eigentlich die Sachen, die dir persönlich am Herzen liegen für YouTube, das, was du gerne machst, wo du was zeigst und sonst was alles, das findet eigentlich herzlich wenig Anklang. Und hingegen, wenn du da irgendwie nur eine Klinge hier so in die Kamera hältst, zack, 15.000 Klicks innerhalb von ein paar Tagen. Und bei dem anderen gucken dann nicht mal 2000 Leute sich das an, wofür du über einen Tag geschnitten hast, dir richtig viel Mühe gegeben hast oder irgendwas gemacht hast, auch eine geile Tour gemacht hast. Da bin ich so ein bisschen im Moment im Hadern mit mir gewesen. Und natürlich muss ich euch sagen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir richtig was verleitet hat, war diese ganze, ich habe es für euch ja gemacht. Ich hatte da überhaupt keinen Bock mehr drauf, auf diese Kommentiererei von diesem nichtssagenden, langweiligsten Seven vs. Wild, wo du am Ende nicht mal mehr wusstest, was du irgendwas dazu berichten solltest, weil die ja saßen da nur im Müll. Die saßen nur im Müll und haben Scheiße gesabbelt. Und das hat mir so richtig. Die Wochen vor der Weihnachtszeit, das hat mir so richtig diesen ganzen YouTube-Kram so ein bisschen verleidet, diese ganze Scheiße. Und wenn du überlegst, dass man sich mit vielen Dingen Mühe gibt, und wenn du dann siehst, wie viele, also wie das Volk eigentlich nur Scheiße sehen will, und du gibst dir Mühe mit irgendwas, und das will sich gar keiner angucken. Da bin ich so ein bisschen in der Krise eigentlich mit, also gedanklich. Thema YouTube. Wie seht ihr das? Schreibt mal eben in die Kommis. So, Handrang, deine Schublade ist ja jetzt zu. Ja, Bukulu schreibt hier, dass dieser Timo, der Gegner, hat ein Interview gegeben und er hat das sich angeguckt und er meinte auch, Fabio hätte echt schlechte Chancen gegen den gehabt. Glaube ich manchmal auch. Das kam mir auch so vor. Schribi, das Bock wird bald als Kompaktversion kommen.
Harndrang, also das Survival Beaver ist deutlich stabiler und größer als ein Matrosenmesser. Muss man sich angucken. Wobei eben früher die Matrosenmesser haben auch alles ausgehalten. Waren viel dünner im Stahl und das ist ja heute überhaupt so eine komische Mode, dass alles so stabil und extrem stabil sein muss. Und sowas wird natürlich eben auch geschürt durch solche Videos wie hier mit diesem Gasmaskenmann, der da auf Teufel komm raus ohne irgendwelche Testparameter Messer abbricht, um dann zu sagen, es ist abgebrochen. Fand ich faszinierend. Der da wie so ein Klimperaffe, wie so ein Duracell-Hase auf diese Metallstange mit dem Messer klopft. Willem im Busch, ich bin richtig fertig. Ich schaffe es nicht zum Jamboree. Mein Sohn hat seinen 6. Geburtstag, war schon beim 1. dabei und hätte mich jahrelang drauf gefreut. Im nächsten Mal bist du dabei. Willem, ja, schade. Wir sind auch jetzt übrigens ausgebucht. Das Jamboree ist ausgebucht. Also die, wir nehmen noch ein paar Leute, wir schicken Wartelisten-Mails raus, falls doch mal einer abspringt, ob einer nachrücken möchte. Aber ansonsten ist das Ding ausgebucht. Ja. Tom Hilwig, gibt es eigentlich eine Gruppe oder Forum zum Jamboree, um sich austauschen zu können? Eventuell Mitfahrgelegenheiten? Nein, da habe ich auch keine. Es gibt kein Forum. Ihr könntet unter dem Video vom Jamboree euch eventuell austauschen, dass du eine Mitfahrgelegenheit suchst. Und kann man eigentlich nur sagen, falls hier viele Jamboree-Leute dabei sind, dann schreibt euch doch unter dem Dings ein, biete Mitfahrgelegenheiten. Und dann müsstet ihr euch dann irgendwie kontaktieren, zusammenschließen. Ich habe kein Forum, weil das übersteigt meine Kräfte, ehrlich gesagt. Und auch gerade diese ganze Orga fürs Jamboree nimmt mich doch sehr ein und auch sehr viel Kraft ein und Zeit ein, sodass ich da auch gerade deswegen auch zum Teil recht dünn gesät bin mit YouTube-Filmchen. Mirikidi Handwerk, Glück auf und guten Abend. Ja, danke. Moin, Steffen. Steffen, schön, dass du mal reinguckst. Steffen, ich versuche seit irgendwie 3 Wochen dich zu erreichen. Wir müssen unbedingt telefonieren. Steffen ist unser Gastgeber. Auf dem Gelände von Steffen machen wir das Jamboree. Also Steffen ist im Moment gerade böse im Stress mit Arbeit und darum will er nicht mehr mit mir reden. Ja, Frage von Landtechnik. Wie bequem sind denn diese Ultralight-Bodenstühle, diese 90 Grad winklige Stück Sitzkissen? Du hast doch sowas in Benutzung, oder? Du meinst die Crazy Creek Stühle. Crazy Creek Stühle, ich habe den Flex oder Hex Flex Share seit x Jahren in Benutzung. Die sind super bequem und das Tolle an denen ist, dass sie einen ganz tollen Multinutzen haben. Also da habt ihr richtig schön könnt das als Isomatte nutzen. Ich habe immer mal meinen Hund dabei, den Hund mit reinpacken, raufpacken. Wenn du abends sitzt im Zelt, kannst du zum Beispiel in einem kleinen Zelt durch den Winkel, kannst du im Zelt ganz toll sitzen und lesen. Die sind super bequem. Ich finde die richtig toll. Aber ich habe den längeren, den Flex Share, den kann ich euch nur empfehlen. Ja, Erik Kaiser, ich weiß nicht, ob du im Auto schlafen kannst. Also ich kann im Auto schlafen, wir haben VW-Bus. Du kannst im Auto schlafen. Allerdings werden die Autos unten am Sportplatz geparkt, damit wir oben mehr Platz haben. Also, Tom Hilwig möchte sich ein Tattoo, ein Porträt von Goose auf der Arschbacke tätowieren lassen. Ja, und hier der Paddy bekommt schon, der von der Outdoor Butcher bekommt eine
Dose Käsekreiner auf dem Arsch tätowiert. Hatten wir auch schon abgemacht. Lars Reinicke, der meint leider nicht, ich wäre gern da, aber körperlich geht es mir nicht so gut. Und meinen Hund kann ich nicht alleine lassen. Okay. Stadtgecko, moin. Dirk, ich habe dein Video gesehen. Sehr, sehr schön hast du das zusammengeschnitten von unserer Kajaktour. Wir müssen bald wieder mit dem Kajak los. Was hältst du davon? Aber diesmal machen wir mal MacPom. Was hältst du davon? Da muss man noch mal nächstens telefonieren. Ja, Nelson Trafalgar, ich weiß nicht, wie ihr Mitfahrgelegenheiten organisieren könnt, außer in der Kommentarleiste unterm Jamboree. Wer da reinschreibt, Nelson Trafalgar, schreibt dich da rein, komme, bin beim Jamboree dabei, komme aus meinetwegen Stuttgart, wer kann mich mitnehmen? Oder Nelson Trafalgar fährt von Stuttgart mit dem Auto zum Jamboree, wer möchte mitfahren? So würde ich das organisieren und dann könnt ihr euch da austauschen vielleicht. Das Problem ist nur, dass die Leute dann zu faul sind, mal wieder auf diese Kommentarleiste zu gucken. Das haben wir auch gemeint. Ich habe das von den Steven mitbekommen, der wollte bei einem mitfahren, der hat sich dann aber gar nicht mehr bei ihm gemeldet. Ne? Nochmal zum Jamboree, bitte bringt nur kleine Zelte mit, nicht so Riesenhauszelte, ganz ernst gemeint. Wir sind dort nicht so groß im Platz aufgestellt, dass wir da so Hauszelte aufbauen können, daher bitte kleine Zelte. Steffen, sehr cool, dass du für Pero das Holz besorgst, ein bisschen Birke oder irgendwas oder Pappel, vielleicht kannst du sowas ja kriegen, das wäre gut. Wo sind wir denn jetzt? Ah, scheiße, jetzt hat es hier gesprungen. Ich habe hier, warte mal, da war der Stadtgecko. Da bist du da nicht. Muss man entweder markieren hier. Ja, Lars, du guckst das vielleicht, aber es gucken recht wenig Leute und wenn das dann nicht von vornherein, also bei YouTube ist das wirklich so, wenn ich habe mit einem Dings-Video normal, mit einem Messer-Video in den ersten 12 Stunden sonst immer zwischen 3.000 und 5.000 Klicks in den ersten 12. Und dann wird das dann auch weiter angezeigt Vorschlägen von Google oder von YouTube, aber wenn das Ding dann so vor sich hin plätschert und dann im ersten da irgendwie die ersten Stunden man knapp 1000 Klicks kriegt, dann wird das hinterher nicht mehr angezeigt und von daher ist das dann, wie soll ich sagen, nicht gerade zielführend und das scheinbar interessieren die meisten Leute sich auch nicht für Kajak fahren. Das ist vielleicht auch so ein Nischenthema, so noch mal nischiger als Messer. So. Landtechnik, ja, ich will Outdoor pur, bitte Feuerle sitzen. Ja, das ist auch noch so ein Thema. Ich schaffe das ja gar nicht alles. Ne? Man hat ja so viel, habe ich an der Hacken und Mach und hier ein bisschen, da ein bisschen was, da noch meinen Job. Und du kannst ja nicht nur draußen rumhühnern. Also dann gehst du noch, jetzt ist gerade wieder ein bisschen Ruhe mit Jagd bei mir, aber dann gehst du noch wieder jagen und da habe ich gar nicht so viel Zeit, um irgendwo im Wald an so einem schnöden Feuer rumzugammeln. ja. Martin Breitenbach, die Outdoor-Videos sind klasse. Ja, danke dir. Ja, es macht auch wirklich, eigentlich ist das, wo ich am meisten Spaß dran habe, weil das sind so coole Sachen da. Ne? Aber ich hatte das in Schweden. Mitten im Film habe ich gesagt, warum machst du das überhaupt? Guckt sich doch sowieso kein Schwanz an. Da filmst du und hast deinen Urlaub mit der Familie. Und bist nur am Filmen und gehst deiner Familie damit auf den Sack, dass du filmst. Warum machst du das? Ne? Und dann guckt sich das hinterher kein Mensch an. Oder sehr wenig. Also dann fragst du dich, wofür?
Ne? Mark Ziemann, ja, das war frisch, wirklich. Also das Problem, was wir bei dieser Tour mit dem Stadtgecko hatten, war, dass wir die erste Etappe war ein bisschen kürzer. Zweite Etappe mussten wir dann über irgendwas 25 Kilometer und mit den Portagen haben wir nicht mal für die 25 Kilometer 5 Stunden Zeit gehabt, weil es dann dunkel wurde. Und da haben wir gepaddelt wie die Blödmänner und waren auch dementsprechend kaputt. Und das ohne Pause. Andreas Jeusten, schönen guten Tag. So, was haben wir denn? Das letzte Outdoor-Video war doch super. Ja, aber guck dir mal die Klickzahlen an. Interessiert gar keinen. Interessiert wirklich gar keinen. Das interessiert die Leute nicht. Die wollen das nicht sehen. Das interessiert nicht, Bastel-Andi. Auch wenn du es... Also mir hat das Spaß gemacht, das war ein schönes Video, war die Stimmung auch gut eingefangen und dieses Relaxing war da drin. Und wir haben cool gekocht, ich mit dem mit Denmark Bär, mit dem Lasse. War wirklich gut, aber die meisten Leute interessiert das nicht. Die wollen lieber irgendwie, ich weiß nicht, was sie sehen wollen. Auf jeden Fall ist das so alte Leute-Kram, wie ich für Filme oder so, vielleicht ist das zu langweilig. Könnt ihr mal mir ein paar Tipps geben, vielleicht was ich da verändern muss. Aber ich finde eigentlich, das ist so das. Ich finde mein Video selber dann gelungen, wenn ich selber mir das angucke und es die Stimmung, die ich selber hatte, wiedergibt. Das wäre für mich das Wichtige. Krawat sagt hier, Messervideos von dir, von mir mag er nicht. Beziehungsweise sein Konto mag das nicht. Ja, das ist schwierig, ne? So, Hornsby, schönen guten Abend auch an dich. Hanrein, du hattest dir jetzt besser 5 gegen Willi angesehen. Der macht das, was 7 vs. Wells hätte werden können mit 2% des Budgets. Du, Handrang, ich war so leer davon, dass ich mir gar keinen Krempel angeguckt habe von irgendwem da. Und 5 gegen Willi war jetzt noch so das i-Tüpfelchen. Was ich gucken werde, ist definitiv, weil es auch ein altes Thema von mir ist. Ihr wisst, ich war früher ja viel im subpolaren Bereich unterwegs mit Zelt und Pulka und war viel draußen dann oben in Lappland und so weiter. Und der liebe Otto ist ja gerade, es wird ja bald Arctic Warrior geben. Und das Geilste ist, ich weiß nicht, ob ich euch das beim letzten Dings gesagt habe, also die haben das findet, ich darf das, ich habe Maulkorb gekriegt, ich soll das nicht sagen, ich darf das nicht sagen, hinter dem Haus meines Kumpels Timo in Finnland an der Grenze zu Schweden ist das, oben Lappland, Finnland, Grenze, Schweden. Und da wohnt mein Kumpel Timo und der rief mich an. Ey Leute, du glaubst nicht, wer hinten bei mir im Garten rumrennt. Da waren die Otto-Jungs da und haben da gefilmt. Und das ist bei ihm da hinten um den Berg einmal rum, hinten bei sich in seinem Gelände. Faszinierend. Wie klein die Welt ist. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß ja nicht, ob ich das denn spoilern werde. Weil ich habe das... Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe den ersten Ort gespoilert von 7 vs. Wild, den zweiten Ort ziemlich als erster gespoilert in YouTube. Und jetzt müsste ich das eigentlich aus Tradition ja auch mal eben bei Arctic Warrior zeigen, dass das hinten bei meinem Kumpel im Backyard ist. Ja. Landtechnik, Feuer, Wald, keine Messer, Overnight. Aha, dann bist du, das wäre dein Ding, sagst du. Martin Breim, 7 vs. Wild-Leute sitzen im Strand rum und wundern sich über die Gezeiten, genau. Ja, du fandst die Tom Hilbig, das mag sein, aber ich war richtig ausgelaugt davon. Das ging mir richtig auf und so richtig, richtig innerlich. Ich habe abends, da kannst du meine Frau sagen, ich habe hier, oh Scheiße, ich musste Livestream machen.
Und boah, widerlich, ich habe da sowas von keinen Bock drauf gehabt. Und dann, ja, ich meine, ich habe das euch ja zugesagt, der Community hier. Und dann will ich, wie gesagt, bin ein Kerl, der seinen Wort versucht zu halten. Und das war doch wirklich etwas schwierig für mich. Und das hat mich richtig leer gebrannt, der ganze Krempel. Das fällt man so. Ja, der Aufwand, einen Film zu machen, ist echt nicht leicht. Und es wird auch nicht mit Respekt behandelt. Schade drum. Ja, es ist auch, im Moment ist ja so, dass bei den Leuten ist das ja, wenn du Päderast bist, ist das höherwertig, zumindest als ein YouTube-Mensch, der da irgendwie seine Arbeit reinsteckt. Das ist für die meisten ist das so, die kriegen alles in Arsch geblasen, alles was die werden gesponsert und dann verdienen die noch Geld. Aber die meisten sehen jetzt auch gerade nicht. Guck mal, es ist jetzt Sonntag. Mir geht's gerade auch nicht so gut. Aber ich habe das zugesagt, ich mache das. Ich stehe hier mein Mann und mache jetzt hier einen Livestream. Das hat nicht so, die Arbeit ist für mich. Aber ich muss vorher hier einstellen. Also war ich hier schon um 19.15 Uhr am Rechner und habe hier ein paar Sachen zurechtgemacht und die ganzen Einstellungen und Thumbnails hochladen und. Das muss ja gemacht werden. Aber die meisten Leute sehen nicht, was da wirklich für Arbeit hintersteckt. Wenn du mal eben so ein 20-Minuten-Film da machst, dass du dafür einen ganzen Tag oder einen 30-Minuten-Film, dass du da einen ganzen Tag im Gange bist mit Schneiden, also Editing und Daten hochladen. Das Filmen selber wird ja gar nicht, das ist ja alles nur so, macht man ja mal eben angeblich. Und und du machst das meist alleine, musst dich immer selbst motivieren. Ich will jetzt auch nicht rumheulen, aber man motiviert sich selbst. Man macht ja auch, irgendwie ist das ja auch was Witziges. Aber da musst du immer so Multitasking, du guckst auf deine Kamera, läuft das Bildschirm, ist das Ding scharf, läuft da was, ist der Sound gut, dann guckst du davor, dann musst du noch über das Gerät, was du zeigst, das dann in die Kamera richtig halten, dann musst du noch frei sabbeln. Das ist schon Multitasking und ich finde dann das so witzig, wenn dann Leute denn da irgendwie was kriteln, weil du mal den Versprecher drin hast, weil dann manche werden da ja richtig fies. Und machen dich denn da zur Sau, weil du oder lören dich, also dieses Blöde von der Seite anlören. Das ist manchmal so respektlos von den Leuten. Ich weiß, dass die meisten Leute es nicht auf die Kette kriegen würden, ein Videofilm in einem Tag fertig zu kriegen. Das, was die meisten YouTuber, die das schon länger machen, mal eben so immer Woche für Woche, 2-3 Mal die Woche abliefern. Und die würden das nicht hinkriegen zu ihrer normalen Arbeit. Und wir machen das ja immer. Ich lebe nicht von YouTube, ich mache das nebenbei. Aber die meisten kriegen das eben nicht geregelt. Handrang, aber jetzt ist die Schublade zu. Ne? Ich kann ja sein, dass du so ein bisschen autistisch bist, dass deine Symmetrien nicht richtig waren. Und du dann den ganzen Abend dadurch schief gepolt bist, weil die Schublade zu ist. Und meine Frau hatte da wirklich Einsehen mit dir. Jörg Wiegern, schönen Abend, guten Abend, danke. Denke, die meisten wollen nur noch berieseln lassen. Ja, die meisten denken auch gar nicht, wo es herkommt. Ne? Wenn du da mal eine Unschärfe drin hast. Ich hatte echt eine Zeit lang ein Riesenproblem mit meiner Kamera. Dann erzählen die mir, ich soll mir eine neue Kamera kaufen. Hab da eine Kamera, die ist da oben, eine GH5 mit Dings für zigtausend Euro. Und dann erzählen die mir, ich soll eine neue Kamera mir kaufen. Was ist denn mit dir los? Und ich bin ja auch nur ein Mensch und ich mache auch nur Fehler. Aber ich darf keine Fehler machen, die anderen dürfen das. Also mir fehlen manchmal so die Worte, was in dieser ganzen Welt gerade los ist. Fängt wieder, also da, aber wir sind schon wieder beim falschen Thema. Dann machen wir wieder was, Alters. Steffen schreibt, die Erik Kaiser, die Autos sind etwas abseits auf einem Parkplatz untergebracht. Ja, hatte ich eben auch schon geschrieben, gesagt, Erik. Denn Bär meint, er mag das dünne Matrosenmesser.
Ja. Der ist aber im Moment auf dem Müller-Trip. Der hat immer ein Müller-Messer dabei jetzt. Mark Friedmann, lieber mehr Qualität als Quantität, auch wenn die aufwendigeren und anspruchsvollen Videos weniger geschaut werden. Ja, Marc, das sagst du einfach so. Aber damit ich zum Beispiel Sachen von Firmen auch bekomme, damit ich euch zum Beispiel Messer zeigen kann, dafür muss ich ein halbwegs brauchbares Ranking haben, dass es sich für die Firmen lohnt, meine Bratnase mit zu unterstützen, damit ihr hier meinetwegen so ein Video, was ich sagen kann, hier, guckt euch das an, ist das nicht cool? Und das sind immer diese Sachen, die vielleicht ihr nicht auf der Kette habt, dass man YouTube eben auch so ein Geben und Nehmen auch von den Firmen ist. Ich muss ja, für die Firmen muss ich das ja auch irgendwie auszahlen, dass sie das unterstützen. Und wenn du dann so eine No-Name-Lachnummer bist, der irgendwie dann vielleicht alle mal nach 6 Wochen noch mal ein Videochen macht und dann vielleicht dazwischen dann mal wieder nach 3 Wochen, dann kannst du das komplett in eine Kiste schieben und dann ist der Punkt, dass du ich euch irgendwas hier zeigen kann, geht gleich gen Null. Gallus, du bist auf der Warteliste, ja. Vielleicht hast du Glück, dass noch was kommt, aber ich glaube, die meisten haben jetzt überwiesen, es ist alles drinne. Wir haben das alles soweit in trockenen Tüchern. Und ich bin auch ehrlich, entschuldigt, ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr, das war auch noch so ein Ding. Wird das was? Meine Selbstzweifel dabei. Du organisierst etwas und wird das was? Nehmen das die Leute an, was das diese Sache, dass das nehmen die Leute das an, dass genug kommen, dass der Aufwand, stell dir mal vor, das nimmt gar keiner an und es ordert keiner oder und du stehst dann da, ist ja auch ein Mörderding für mich. Und Mensch, wie peinlich wäre das, wenn du dann sagen musst, ja Leute, findet nicht statt, weil keiner wollte dahin. Ja, das wäre für mich, das hat mich sehr, sehr, erste Zeit hatte ich voll sehr große Zweifel, nehmen das die Leute an. Und aber jetzt kann ich durchatmen, jetzt kommt die nächste Hürde, wir müssen es jetzt machen. Und das wird natürlich nochmal, bis dahin bin ich dann Nervenbündel, den zitter ich. Meine Frau muss das denn aushalten wieder und schimpft mit mir dann. Für die anderen hier sind ein paar Mitfahrgelegenheiten hier aus Wiesbaden, der Wild Basics. Und oben hat schon, ihr müsst doch mal im Durchscrollen im Dings dann, der hat eine aus Darmstadt, ne? So. Jo, Thailento, hallo Steffen, grüße dich aus dem Nachbarlandkreis. Hallo, bist du auch da, Thailento? 37 Mount 37, hallo zusammen. Yoshi Natur, schöne Grüße aus dem Münsterland. Hi. Ernst Helder, was hältst du vom Kirscher Camp 10? Weiß ich nicht. Habe ich nie in der Hand gehabt. Doch, einmal musste ich eins schärfen, aber das gefiel mir nicht so. Es gab mal das Out. Das Vormodell von Kirscher, das gefiel mir, hatte aber einen D2-Stahl, der massive Probleme mit Schockbelastung hatte. So. Warte mal, wo, wenn das hat hier im gesprungen, ja, so bin ich. So, was haben wir denn hier? Wo bin ich denn hier? Ah, ein guter Freund schlägt ein paar Erlen um. Das ist gut. Danke. Danke, Steffen. Wir müssen aber unbedingt sprechen, Steffen, weil es wäre ganz gut, wenn wir uns die nächsten Tage mal eben kurz, nur mal eben eine halbe Viertelstunde oder was. Ich habe ein paar Sachen, die ich mit dir noch mehr eben bequatschen muss. Und dann legen wir dann los.
Ja, Wild Basics. Gerne. Haselholz bringen mit, wenn du hast. Gerne, gerne. Wir brauchen auch noch was. Haselnuss, lange Stangen für den Workshop für den Bushcraft Yukon. Der macht auch noch was. So, Wolf. Hallo Matthias, bin gerade beim Lesen von deiner Buchempfehlung vom vorigen Jahr. Okay. Das war Wälder jenseits der Wälder vom dunklen Ufer bis ans Meer von A.E. Johann, ne? Diese Dinger. Hier könnte jemand aus Wuppertal, der Tom Hilbig, jemanden mitnehmen. Setzt euch mit dem Tom Hilbig in Verbindung oder macht hier mal, schreibt eure E-Mail-Adresse dann eben rein in Richtung Tom Hilbig. Thorntrick, kann mir gar nicht vorstellen, dass das nur wenige anspricht, wenn du deine Outdoor-Touren drehst. Aber die Menschen sind ja eh merkwürdig geworden. Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin da voll heiß eigentlich drauf. Ich gucke mir immer den Chris Bammern an. Das finde ich, das holt mich im Moment richtig gut ab. Der ist in Australien und der fährt einfach mit dem Motorboot und macht dann am Strand sich ein Lager, geht tauchen, fängt sich Fische oder geht beim Tauchen Fische sperren, macht sich geilstes Essen und coole Zeit draußen sein, wobei man muss einfach sagen, da wo der lebt, mit der Umgebung, ich meine, ich hier mit meinem Norddeutschland, was willst du hier draußen darstellen, was nicht jeder schon kannte, aber bei dem ist natürlich das so schön. Aber ich wollte zum Beispiel mal, jetzt im Sommer machen wir hier an der Weser, mache ich mit meinem Kumpel Carsten noch eine Tour mit dem Motorboot. Und dann wollen wir ein bisschen angeln und mal sowas so im Style von Chris Bammern machen. Hatte ich Lust, aber ich weiß genau, das guckt sich kein Schwein an. Das interessiert keinen. Ist einfach so. Dabei ist das pures Outdoor, was man da macht. Und die meisten interessiert das nicht. Ja, MacPom Kano Tour mache ich auch wieder, will ich machen, mit Anja zusammen. Letztes Mal haben wir uns nicht, irgendwie war da was, denn haben wir das nicht auf die Kette gekriegt. Da waren wir wieder ein bisschen, da war der Schweinehund dann größer. Aber diesmal, dies Jahr, werden Anja und ich irgendwie im Herbst garantiert eine MacPom Tour machen im Kano. Aber dieses Jahr fahren wir das erste Mal wieder alleine. Und da wollen wir nach Südfrankreich. Mit dem VW-Bus, mit Dachzelt mal ein bisschen so. Eventuell, ich werde das sicher auch ein bisschen was filmen und euch daran teilhaben lassen. Aber ich weiß genau, das guckt wieder keiner. Das gucken da so ein paar. Ne? Liebe Grüße an alle. Freue mich schon sehr aufs Champry. Silas Woodbenter, bist du auch dabei? Kann den Stream leider nicht live sehen. Dann ziehe ich mir morgen rein. Okay, Silas. Schön, wir sehen uns dann. Ja, ich weiß, Stadtgecko sieht das genauso. Die Kanutouren-Geschichte könnte man umdrehen. Wo ich selber gar keinen Bock mehr habe drauf, ist dieses Wandervideos und so ein Scheiß. Das finde ich, also das gucke ich, das schalte ich auch sofort ab, wenn da einer anfängt zu latschen und sich beim Latschen filmt. Da bin ich sofort weg. Ja? Lars Reinicke, das Jagdvideo mit Denmark-Bär war mega. Vielleicht haben wir zu vielen Neu-Veganer an Bord, die das nicht mögen. Weiß der Geier was, aber die brauchen ja auch keine Messer. Na, die brauchen ja nur noch einen Quarklöffel. Die meisten wollen Frauentausch, GZSZ, Seven vs. Wild, genau, Jay. Ich finde die Abwechslung gerade super in deinen Videos. Mach bitte weiter damit. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber wie gesagt, ich hatte im Moment, habt ihr ja gemerkt, ich habe kaum was rausgehauen. Ich muss jetzt mich doch wieder ein bisschen besinnen, dass ich wieder mir selber in den Arsch trete. Hier ist eine Markus B. eine Mitfahrgelegenheit aus Bamberg zur Rhön für das Jamboree. Wenn einer mit möchte, wendet euch mal eben an den Markus B. hier in der Dings, tauscht eure E-Mails eben aus. Das nutzt die Chance hier. Da könnt ihr viel, viel Geld sparen, wenn ihr da euch zusammentut. Bukulö, ja klar, Kanufahren ist bestimmt noch eine kleinere Nische wie Messer. Da muss man ja auch aktiv werden. Um Messer zu sammeln, muss man ja nichts tun. Letztes Jahr gab es in einer Messergruppe ne, bla, bla, da, da. Ne? Du wolltest da noch was mehr schreiben, Bukulö.
eine Abnehm-Challenge. Ich war geschockt, mit welchem Gewicht die meisten gestartet sind. Ja, ich habe das auch mitbekommen. Da bin ich ja ein schmaler Hering gegen gewesen. Ja. Lars Reinicke, machst du Reactions auf Arctic Warrior? Ja, ich würde das wohl mal wieder, weil das ein Thema ist, wo ich mich wirklich finster fies mit auskenne. Und wenn du da siehst, was beim Arctic Warrior schon allein im Vorfeld die Klamottenwahl, die Schlitten und den ganzen Krempel, und ich weiß auch ein bisschen, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, was da so läuft. Und ich kann da euch bestimmt ein bisschen lustig dran teilhaben lassen. Jay Gimbel, YouTube war mal, ich schau mal, wie es geht. Heute ist nur noch Selbstdarstellung mit nichts. Ja, wenn du das so willst, mache ich jetzt gerade auch ja Selbstdarstellung, weil ich sitze hier alleine vor einer Webcam. Ihr guckt meine Hakennase an hört mir zu, was ich zu berichten habe. Und ja, von daher kann ich. Das wird ja auch immer so böse dargestellt, aber immerhin muss man das auch machen. Das ist viel Arbeit, sich selbst darzustellen, kann ich dir sagen, wenn das auch andere machen, die da ihre ganzen Reaction-Videos und Streams und Twitch und hast nicht gesehen. Ich bin schon raus mit diesem Instagram-Gefotografiere, diesen ganzen Quatsch, das geht mir sowas auf den Sack. Ja. Marc Wiebrands, vielleicht Outdoor-Videos mit Messerpräsentationen kombinieren. So wie die Tiny-Präsentation aus dem Urlaub. Ja, und Marc, dann erzähl mir mal, wie ich das machen soll. Ich fahre ja nicht den ganzen Tag. Das ist ja das umgekehrte Verhältnis, dass ich 99% hier bin, weil ich hier auch arbeite und nicht 99% im Urlaub. Da hast du vielleicht ein verquertes Bild von meiner Lebensweise. Internet ist nicht alles. Erst den Kopf wieder freimachen. Landtechnik schreibt das so. Dann den Rest. Ich muss dir das mal jetzt eben so, da muss ich dir widersprechen. Sagst du das auch, du hast ja Landtechnik und ich habe bei dir mal reingeguckt gehabt, du hast ja irgendwie so coole mit Trecker und irgendwas. So also gehe ich davon aus, dass ihr eine Landwirtschaft habt. Das wäre genauso, als wenn ich dir jetzt sage, ja, dann musst du die Kühe mal nicht melken. Ne? Wenn du aber keinen Bock hast, gehst mal nicht hin, lässt die Kühe mal, muss ja nicht jeden Tag melken. Und das Gleiche ist das Ding, YouTube, dieser Kanal ist eine Firma. Das ist eine Firma. Das ist, du machst jahrelang hier etwas und befeuerst das und du lässt das doch nicht einfach im Sande verlaufen. Also das wäre eben wie, das geht eben auch nicht, weil man da was aufgebaut hat und da steckt viel zu viel hinter. Ich kann nicht einfach jetzt hier keine Videos machen. Ich muss ja weitermachen, weil das Jamboree muss ja auch präsentiert werden und. Wir haben dann hinterher Werbeverpflichtungen, dass wir die Firmen, die da sponsoren, die wollen natürlich hinterher auch ein bisschen Spread haben über die Videos, die wir da vom Jamboree machen und die anderen Influencer, die da mitmachen, dass da mal eben eine Beachflag von irgendeiner Firma ist, dass da ein Savotta oder irgendwas mal auftaucht. Dass sonst hauen die da nicht hunderte, also so einen riesen Sack an Rucksäcken raus als Preise und Gewinne, wenn die da nicht irgendwie ein bisschen Werbewert von hätten. Das ist ja immer dieses Geben und Nehmen. Das muss man einfach auch mal verstehen. Und das wollen viele Leute hier nicht wahrhaben. Und dass YouTube eben viel mehr ist als nur so ein bisschen Rumgehampel. Andreas Joisten, du hast viele Ausrüstungen und Empfehlungen nach meinen Empfehlungen gekauft. Das ist schön, dass dir mein Wort dazu viel gibt. Also ich finde das auch. Ich versuche ja auch Sachen zu zeigen, die mir irgendwie was geben, die, wo ich sage, wo ich selber haben will. Ne? Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Sachen, die langweilig sind oder nichts Besonderes darstellen oder irgendwas einfach nur 0815 sind oder irgendwelche Tricks, Kniffe und so weiter. Das ist mir eigentlich wichtig.
Soll ich euch mal mein neuestes Spielzeug zeigen? Kennt ihr die Taschenlampe von Nightcore? Die EDC27. Hammer cooles Teil. Es ist so eine Taschenlampe, die haust du eben. Die es hat nur, also jetzt hier 3000 Lumen hat das Ding. Irre grell. Und hat aber auch hier so ein 15 Lumen und 65 Lumen. Und ist super einfach zu bedienen, auch taktisch zu bedienen. Finde ich super gut. Mache ich aber noch ein Video zu. Basics am besten so lang lassen wie möglich, die Stangen. Die kann man sich dann ja raussägen. Das ist ja Quatsch, wenn du die vorsägst und keiner weiß, dass... Also lang wie möglich lassen. Am besten so, dass sie vorne aus der Frontscheibe rausgucken. Beim Bremsen. Ich habe schon keine Lust, Fotos zu machen, wenn ich im Wald unterwegs bin. Daher weiß ich, deine Awesome-Videos zu schätzen. Ja, danke, Bastel Andi. So... Ja, Nelson Trafalgar schreibt ja, Anja, danke an dich für die Unterstützung bei der Orga, E-Mails und so weiter. Ich soll aufhören, Alexander zu heulen. Okay, danke. Ja, Klingenwerks schreibt hier, er hat sich ein Kreid gekrallt. Ich habe ein Kreid hier. Gekreiltes Kreid. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dieses Messer bin ich echt stolz. Das ist so cool geworden. Das ist so ein geiles Workhorse. Da kannst du richtig was mitmachen. Das ist so ein Allround-Messer der ersten Güte. Vollkommen unspektakulär. Ganz gerade, ganz gerader Kram. Kein Klingonen-Buttlet. Also kein Drachentöter. Einfach ein Messer, der was durch... Ja, Gradlinigkeit besticht und einfach dadurch zum coolen Werkzeug wird. Könnt ihr bei Sergej hier im Shop das Kreid. Und mir macht das, ich habe das heute wieder mitgehabt beim Spazierengehen. Ich fühlte mich gleich besser, als ich das am Gürtel hatte. Ich habe aber den schrägen Blick meiner Frau gesehen, weil ich das Breitschwert am Bein trug. aber wir waren heute noch schön spazieren. Das Wetter war heute mal richtig toll. Feldmann, wir haben eine... Geh doch... Feldmann, du bist doch ein Internetmensch. Du musst es doch googeln können. Gib doch einfach mal Bushcraft Jamboree bei Google ein. Dann findest du sofort eine Website. Ehrlich, bam! Ich frage mich immer, das muss man heute doch mal können. Ein bisschen googeln. Stadtgecko schreibt auch gerade, dass bei jedem Kanal gibt es Themen von Videos, die mehr geschaut werden. Bei mir wollen die meisten Kanutouren sehen. Alle anderen Videos haben auch weitaus weniger Aufrufe. Ist mir aber egal. Okay. Ja, du schreibst richtig. Das sind auch für mich Erinnerungen. Ich habe heute, das ist so, das holt das wieder so hoch, wie wir unterwegs waren. Dieser eisige Morgen, sich da aus dem Bett zu schälen, mit diesem fiesen Wind und dem Graupel und dann da aus dem, das war eklig. Und dann ins Boot, ins kalte Wasser mit den Füßen rein und, oh, hör auf. Und dann geht's erstmal los. Ach so, du bist mit der Drohne unterwegs. Okay, aber dennoch denke ich mal, der Vergleich mit dem als Landwirt oder sowas, dass du dann nicht einfach, ja, lass das doch sein. Ne? Denn finde ich definitiv muss man da das mal richtig verstehen, was die Sachen sind. Warum sitze ich hier überhaupt? Die meisten verstehen gar nicht, warum der Vogel da sitzt. Ich
Ja, Schichten, du arbeitest in Schichten, in der Fabrik. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das könnte ich nicht. Will ich nicht, könnte ich nicht, hätte ich keinen Bock drauf. Würde ich alles für tun, sofort da meine Arbeit zu beenden. Ne? So. So. Was haben wir denn auch? Was hatten wir heute eigentlich noch für Themen? Ja, IWA. Wart ihr schon mal auf der IWA? Wer ist denn auf der IWA? Kommt mal bei mir vorbei. Schreibt mal einer, ist da einer bei, der zur IWA fährt? Schreibt mir eben in die Kommis bitte. Hallo Matthias, mach bitte mal ein Video von deinen Randall Knives. Bin ein absoluter Randall-Fan. Karl, hast du selber Randall? Schreib mal eben rein. Wenn ja, was hast du für Modelle? Und wenn ja, wollen wir was tauschen? Ja, Kreid ist nur Nonsens, in jedem Fall. Also das ist einfach ein Messer. Ihr habt ja vielleicht mein Video dazu gesehen. Ich habe ja gerade das Kreid auch nochmal mit Wild und allem vorgestellt. Das ist ein Messer, was alles ein bisschen gut kann. Aber dennoch, als Survival-Messer ist für mich ein Survival-Messer eben auch ein bisschen größeres Messer, aber noch schön leicht, dass ich es mitnehme. Und das hier ist ober cool. Und die Scheide ist dann auch eben hier mit hier so einem großen Keramik, Diamantplatte und so weiter. Ich mag es einfach. Es ist super geil geworden. Tschüss. Ja, Clay Hayes, das Video möchte ich noch gucken, wo er da mit dem Bogen draußen ist. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Clay ist einfach ein Outdoorer. Das da, was bei uns hier mit Seven vs. Wild, das war peinlich. Und noch peinlicher fand ich, und das fand ich diesmal wirklich schlecht von Fritz, wie er die Kritik von Joe, der nun wirklich auf seinem Kanal schon einiges gezeigt hat, wie Sachen funktionieren, wie er den so mit so einem arroganten Lachen abgespeist hat, ohne überhaupt was auf was einzugehen, thematisch darauf einzugehen, ohne überhaupt einen, so eigentlich hat das fand ich ober ätzend, weil das geht mir auch bei Herrn Scholz so auf den Sack, dass der so arrogant ist und andere verhöhnt damit. Das ist so respektlos wie nur was. Unser Bundeskanzler ist auch so ein Verhöhner und das finde ich ganz schlimm. Wie er über Menschen lacht, in deren Beisein sie auslacht. Henrik Garnhöfer, ja, jetzt habe ich dich von den Bergfreunden. Henrik, schön, dass du mal da bist. Komm bitte an den Stand. Ich habe letztes Mal deine Visitenkarte verloren. Ich habe über alle Kanäle versucht, bei euch, bei den Bergfreunden, einen von euch zu erreichen. Arschgeleckt, das ging überhaupt nicht. Du kommst nicht, man kann mit keinem da Kontakt aufnehmen. Bitte, bitte, Henrik, schreib mir mal unter info@busch-schule eine Mail. Ich hatte ein dringendes Anliegen an euch und ansonsten komm bitte noch mal eben zum Kaströmstand, dann quatsch mir noch mal und gib mir noch mal deine Karte und damit wir uns da mal eben schneller zusammenschließen können. So, Sergej ist auf der, Henrik Garnhöfer ist da, Messerwelt, ich bin hoffentlich bei der IWA, ich bemühe mich noch um eine Einladung. Okay, Emil Rottmeier, bin Freitag und Samstag auf der IWA, cool. Erik Kaiser, wie viele Leute schleifen deiner Meinung nach ein Scandi-Schliff auf Null richtig nach oder machen die meisten eher eine Art Saber-Grind draus? Ja, machen die meisten.
Du siehst es immer wieder, dass die meisten nicht schleifen können. Und du siehst es auch, ja, das ist genau die gleiche Thematik wie mit den ballig geschliffenen Messern, wie hier jetzt ein All Knives ballig geschliffen. Aber du musst hier die gesamte Fläche einmal schleifen. Also du musst das gesamte Ding schleifen. Und die meisten erzählen dir allen, wie geil ihre ballig geschliffenen Bark River sind. Und die kriegen es aber gar nicht geschissen, die Dinger zu pflegen oder zu schleifen. Ja. Die konzeptionellen Unterschiede zwischen Kreid und Crotalus. Die Messer sind sehr ähnlich. Das Crotalus ist größer, wuchtiger und hat mehr Turn drin. Das Messer ist mehr so ein, was ist das, Camp Knife. Das Crotalus, das Kreid ist hingegen ein bisschen soll als Survival-Messer und Allrounder mehr dienen. Also ich habe beim, das hier würde ich einfach als, ich nehme das eine Messer mit, habe das dabei und beim Crotalus habe ich in jedem Fall noch ein Taschenmesser oder irgendwas anderes mit dazu dabei. Karl Rüdi schreibt, echt schlimm, was sich dieser Fritz erlaubt, kein Respekt vor gar nichts. Naja, das ist einfach so, weil er in gewisser Weise ist die Kritik von anderen, der sagt sich, was willst du denn? Ich hab 100 Millionen Klicks und ich habe irgendwie, weiß der Geier, eine Million Euro mehr auf dem Konto. Was willst du mir denn erzählen? Du hast ja gar keine Ahnung. Es drehte sich aber ja nicht um die Kritik an Fritz oder an das Ding, sondern es drehte sich darum, um das Format, was es den Zuschauern zeigen wollte. Und die Erwartungshaltung war bei doch, glaube ich, bei ganz vielen viel höher als das, was da gesehen wurde. Inzwischen hat eben durch die Zuschauer von hier, von Knossi und Co., hat er ja auch eine ganz andere Klientel an Zuschauern bekommen. Und das sind gar nicht mehr die Outdoorer. Und die anderen fanden das natürlich obergeil, wenn da nichts passiert. Das ist ja fast genauso wie bei mir zu Hause auf dem Sofa, nur mit Sonne oder so. Ne? Also haben die sich das dann schön geredet, aber das waren ganz viele. Henrik, ja, ich würde mich sehr freuen, dass du mal, wenn du noch eben rumkommst, dass wir uns noch mal eben einmal austauschen. Okay, das dreht sich auch ums Jamboree. Vielleicht wollte ich da mit euch auch noch was machen und vielleicht habt ihr auch noch Bock. Ist richtig, Miki, die Handwerk ist richtig, nur dass der Meinecke nicht so viel Schaden anrichten kann. Aha, wie der Scholz. Okay, ja, hast du recht. Würde gerne mal wissen, was du vom coolsten SRK in San Mai hältst. Ich finde das SRK ziemlich fett und grob. Also mir ist das nicht schneidfreudig genug. Hat jemand Survival Lilies Naked Survival gesehen? Nein, habe ich nicht. Hat sie das gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich kriege vieles in letzter Zeit nicht mit, weil ich auch ganz wenig irgendwie sowas aus dem deutschen Bereich mir angucke. AB, nur weil, kannst du auch mal ruhig eben vorbeikommen, ist auch kein Thema. Steffen, wolltest du zur IWA? Sonst frag mal eben Sergej, ruf Sergej mal eben an, dass der dir noch eine Karte organisiert. Ne? Oder wen haben wir denn noch? Ich muss mal gucken. Wir telefonieren morgen, ja? Alles klar. Le Grand Player, seit Fritz keinen Führerschein mehr hat, macht er nichts Gescheites mehr. Weiß ich nicht. Moin, was die Arroganz der Leute angeht, das Karma wird sie schon erwischen. Bis demnächst dann mal. Okay, Mike. Stadtgecko, wie auch immer Seven vs. Wild gewesen ist, denn ich habe es nicht gesehen, habe nur bei Otto ein paar Reaktionen auf Joe Vogel gesehen und finde, dass Joe Vogel mega unsympathisch und arrogant ist. Ja, das ist immer schwierig mit der Kritik, ne? Also,
Ja, du meinst, Joe hat das aber auch mit, ja, du meinst, er hätte das ein bisschen sympathischer und mit mehr Witz raushauen sollen, ne? Was hältst du vom USN Mark I, Jay? Weiß ich gar nicht. Hab ich das? Nee, glaube ich nicht. Ist das dieses K-Bar-Derivat? Bei den ganzen K-Bars und so weiter und USN-Dingern ist das Problem, dass die alle diesen Rotzerstahl haben, der so schnell stumpf wird, dass du kaum nachkommst mit dem Schleifen. Ist eigentlich drin, sollte mit drin sein. Muss man nochmal nachbessern. Ja, Le Grand Prayer, die IVA ist nicht umsonst für Fachbesucher, weil, nicht nur, dass da die denken sich da schon was bei, weil das zieht doch einen ganzen Schwung Leute an, die meines Erachtens da gar nicht hingehören. Und da wird viel Sachen interner auch gezeigt. Und ja, das ist schwierig. Ich denke mal, dass das nicht gerade im Waffenbereich, auch gerade militaristischen Kram, Militärtechnik und so weiter, was du da sehen kannst auf der IVA und der Enforce-Tech, die da vorläuft. Auf der Enforce-Tech werden die ganzen Deals gemacht für die Beschaffungsaufträge. Das müsst ihr eben auch wissen. Da letztes Jahr nach der Zusage der Regierung mit den 100 Milliarden war da die Hölle los. Da haben Firmen einen sich gesund gestoßen. Da waren auf einmal war da Geld am Rollen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ich bin gerade hier, glaube ich, mit den Kommis ein bisschen durch. Ja, stimmt. Du meinst, er hätte das ein bisschen freundlicher darstellen, sondern nicht so von oben herab. Loki Poki, wann kommt Joe mit dem Opinel zum Sauabspart? Ja, ich glaube, Joe, eigentlich ist Joe ja auch jemand, der Messer mag. Und das ist immer so der Running Gag bei uns. Joe und ich, wir kennen uns ja auch schon seit, wahrscheinlich wie viele Jahre. Da sind auch schon bald 15 Jahre, die wir uns kennen. Und da ist immer, weil ich Opinels sowas von scheiße finde, dass ich die nicht mit der Kneifzange eigentlich anrühre, weil es gibt ja so viel Schöneres an Messern, dass ich das eben nicht benutzen möchte. Ich brauche es ja auch nicht. Ich habe so viele tolle, coole Messer, bevor ich ein Opinel zur Saunenjagd nehme, nehme ich ein schönes Müller mit oder irgendwas von mir, zumal ich ja selber das auch besser selber bauen kann und auch schon oft getan und bewiesen habe. Thüringer, das ist so ein Thema, dass die Alte, alle wollen immer von mir ein 100-Euro-Klappmesserrad jetzt wissen. Guck dir mal eins von meinen irgendwie 700, 800 Videos an. So viel sind das inzwischen übrigens, Leute. Und da sind andauernd Messerempfehlungen und ich kann dir nicht einen Tipp, ich sag immer wieder, Tipp ist Müller-Messer, ein geiles Taschenmesser. Aber was einen geilen Stahl hat und lange scharf bleibt. Aber ich weiß gar nicht, ob dir das gefällt. Und das würde aber auch meist ein bisschen mehr kosten. Hier ist Mirikidi Handwerk. Mitfahrgelegenheit vom Erzgebirge über Chemnitz zum Zielort. Falls noch jemand hier mal eben nutzt das noch. Nelson Trafalgar, tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich werde auch nicht mehr lange machen, meine Stimme geht immer weiter weg. Ich habe ein 3-Nieten-Messer von Von Otter. Meine Frau hat auch eins, immer in der Benutzung. Ja, und die sind schöner und besser als ein, und wertiger vor allem als ein, das ist was, das nimmst du in der Hand, ne? Wild Basic schreibt hier zum Thema Joe, auf nette Kritik reagiert doch niemand. Darum kann ich den Aufbau der Videos verstehen. Ja, hätte er das nicht so geschrieben, hätte er auf Fritz nicht drauf geantwortet. Ich meine, auf meine Videos
ich weiß, dass Fritz bei mir reingeguckt hat. Und der hat auf jeden Fall, ich bin da für ihn ja auch eine No-Go-Person, weil ich das einfach da zu erhaben für ihn bin. Also was aus was wir, weil wir so ein bisschen uns auch ein bisschen lustig gemacht haben in den Reactions. Da haben wir ja doch immer mal ein bisschen abfällig, waren wir da denn doch, ne? Kai Rüdi, Spyderco mit Amazon Opener. Aha. Mit einem Wave drinne. Ja. Ja. Ich benutze im Moment wieder viel Sebi. Und was habe ich noch am Mann? Hier nochmal für. Das habe ich im Moment echt gerne dabei. Das ist das Number One. Aber dieses ist die. Das habe ich so günstig geshoppt, das darf ich gar nicht erzählen. Das ist hier ein Blackjack Sonderedition mit CPM 3V. Die werden bei Bug River hergestellt. Sind hier für Blackjack, die sind auch wirklich gut verarbeitet. Hier hast du noch nicht diese Verarbeitungsmängel von Bug River drin. Ne? Mit einer coolen Lederscheide dabei. So. Die auch für rechts und links tragbar ist, wo die das Messer richtig geil drin sitzt. Und das ist ja der Klassiker. Ne? Das ist der Vietnam-Klassiker, den es der eigentlich als Vorgabe das Randall Number One hat. Und es ist identisch mit dem Randall Number One, dieses Messer hier. Und wisst ihr, ich kann es gar nicht fassen. Ich habe das von einem. Ich meine, das Messer ist richtig teuer. Das kostet irgendwie 450 Schleifen. Und das war neuwertig und ich habe das für 160 Euro mit Porto bekommen. Ich habe nur gesagt, ich wollte das erst gar nicht glauben, als er sagte, ja, wie ich mal das angeboten hatte. Ich sage, ja, machen wir, okay. 160 Schleifen für dieses geile Teil. Also das holt mich im Moment richtig ab. Das ist auch richtig, das ist ein geiles Messer. Da kannst du richtig mit auch cool arbeiten und ist ein. Aber es ist kein Apfelschälenmesser, dafür spalten die diese Anschliffe zu doll. Ich zeige euch nochmal irgendwas, was ich so gerade neu habe. Das war auch hier, wartet. Neu habe ich das hier. Das fand ich war mal wieder auch bemerkenswert cool, ist fast an mir vorbeigegangen. Ist ganz neu auf dem Markt. Das ist das Kommandos-Deck von Puma SGB, was heißt das? SGB irgendwas, Super German Blade oder sowas. Hier ein klassisches Solinger Bowie, so ein Cowboy Bowie mit irgendwie 16,5, 17 cm Klingenlänge. Ist im alten Style gemacht, das heißt hier ist eine Klingenstärke, die nicht, das ist nicht so eine Wuchtbrumme, das ist eigentlich ein super handliches, führiges Messer. Hier ist so eine schöne Lederscheide dabei, wo man es einfach als Steckscheide hat, wo man das Messer einfach pack rein. Und wisst ihr, was das Geile an dem Messer ist? Vorne ist das Taschenmesser im Stile eines Prince von Puma dabei. Und hier bei diesem Kommando Stack ist dann, hast du dann diese beiden Messer. Und das fand ich ja nun obercool, dass man zwei Messer im gleichen Stil, sozusagen das Taschenmesser und das große feststehende. Das ist eine schöne Kombo. Gibt es von fast gar keiner Firma. Und deswegen, das musste ich haben. Habe ich hier von Beschko Messer. Da kriegt ihr das übrigens zum richtig guten Preis. Das ist der günstigste Messerhändler für Puma-Sachen. Und wer auf Old Style steht, hier das SGB, ist auch recht gut verarbeitet. Und ab, das ist ein schönes Set. Also ich stehe auf diesen Set-Charakter. Das ist richtig cool. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht der Hammer? So, was haben wir denn? Natürlich hat Joe da ein bisschen Marketing aus Marketinggründen das so gestaltet, Markus B. Punkt. Da hast du recht.
Hans Maronna kommt auch zur IWA. Ja, du musst du dir eine Karte. Hast du eine Karte? Ist nur für Fachpersonal, Fachbesucher. Hast du irgendeinen Fachhintergrund? Karl Rüdi, hast auch ein paar Blackjacks. Schreib mich mal ernsthaft an, Karl. Wir können uns ja mal austauschen, wenn du da mit Randall im Gang bist. Model 3 Fighter mit Horngriff. Cool. Die Klappmesser von Jaas sind immer noch eine Empfehlung wert. Ja, der Sergey macht ja gerade, der rührt ja immer. Abejoe X, ich weiß, was du von dem hältst, aber trotzdem hast du schon gesehen, was er mit dem Crotalus macht? Ja, er bricht's ab, wie mit allen anderen Messern. Ne, also, AB, was willst du denn, was willst du, die Aussage, der bricht jedes Messer ab, also mehr kann nicht passieren, außer dass der das Messer abbricht. So. Outrider, meinst du denn dieses komische Kindertaschenmesser in Feststehen? Ich habe immer, ich habe letztes Mal irgendwo habe ich das gesehen. Da war so ein Bart-Hipster, der so mit so kleine Kindermesserchen vorstellte, wo ich dachte, hey, du bist ein Kerl. Mad Gear Hand bei Kette. Wir haben dort Erste-Hilfe-Workshop. Nein, wir sind da sehr gut bedient. Wir haben da auch richtige Ärzte am Start. Wir suchen immer noch Freiwillige für die Feldamputation, die der Lasse dann durchführt und zeigt, wie man auch der Pero wird dann auch eine schöne Fußprothese schnitzen. Das werden wir da auch gleich vor Ort machen, damit das so ein bisschen bushcraftigen Ansatz auch hat. Klingenwerk hat das Special Hunter von Bug River. So. Ja, du musst morgen früh zum Winterdienst. Wir haben hier keinen Winterdienst. Bei uns könntest du nur Straßen fegen. Das ist hier im Norden doch recht schneelos. Ja, genau. Alex Kremer, Messer Outrider. Ja, sorry, das ist für mich ein kleines Taschenmesser. Oh, danke. Ich werde hier von meiner Frau so gut versorgt mit Wasser jetzt. Ah. Jacke Parkmann, bist auch mal wieder da, bist aber spät dran jetzt, moin. Thüringer, Sprints, ja, Sandweg ist recht günstig, ja, ist es, so. Ich weiß ja, könnte der Lasse auch eine Feldfettabsaugung durchführen? Natürlich können wir das, ich habe eine Vakuumpumpe, dann können wir das gleichzeitig, die Vakuumpumpe mit so einer, wir können doch eben hier eine, wie heißt es? Ich fahre dann eben zur Metro, dass wir eine Fülllanze für Berliner holen. Dann können wir die gleich mit anschließen und die mit der EcoFlow betreiben. So können wir dann ein richtig geiles Video von machen. Und das geht bis zur Hirnabsaugung. Ich habe so eine Vakuumpumpe für meine Stabilisierung von Holz für Griffe in meiner Werkstatt. Da geht was, Leute. Ihr bringt mich richtig auf Ideen. Das wäre doch was. Wir haben ja also Tätowierungen, Fettabsaugung, Feldamputation. Also ich glaube, das ist richtig medienwirksam und auch vor allem YouTube-konform. Wenn ich jetzt so sage, Messerwelt, wenn wegen dieses AK-Messers da, sowas hier, das finde ich cool. Schöne Größe, schönes Messer, was du auch draußen nutzen kannst. Ich stehe da drauf, habe ich auch gerade einen Deal gemacht, mit einem getauscht. Dieses Guardian 4 finde ich sehr, sehr ansprechend. Also was ich auch gut finde, wenn so ein kleines Messer, ich habe das hier auch gerade in der Mache,
ist das alte Hubertus Companion, was jetzt bei Otto hergestellt wird. Ein ganz feines, tolles Jagdmesser, aber das ist eine Größe, das ist für mich schon ein kleines Messer. Für draußen muss ich sagen, das hier ist super geil, das Ole Knives, wie heißt das Ding eigentlich? Mit L Max, das North F. Leider hat man uns ja, hat man die Russen so sanktioniert, dass die kleinen Leute, die da leben, kein Geld mehr verdienen können. So schade. Und somit ist der Kontakt vollkommen eingeschlafen zu Ullnäs. Ich hatte gerade so einen tollen, guten Kontakt mit denen, dass ich da auch euch hätte mehr mal zeigen können. Hat sich komplett ausgecancelt, bin ich sehr, sehr traurig drum. Ja. Ah, Death Dealer One, wollen wir mit dem Bauchfett von Tom Hilbig, der sagt, er hat alles muss raus, er hat 50 Kilo zu viel. Was machen wir damit? Mack-Tack, wir versuchen das richtig schön, dass wir das in Stücken auch absaugen, dass wir dann so ein bisschen Blubber haben, dass wir dann so ein bisschen Inuit, wir bauen dann auch, das finde ich auch eine gute Idee, dass wir einen Kutlik bauen, um also die traditionelle Öllampe der Inuit, ein Kutlik, und da können wir dann mit dem Blubber, können wir dann die Lampe betreiben, so super nah am Original. Also richtig cool, finde ich gut. Ja, eine Lobotomie, die muss man fragen, wer sich dafür bereit erklärt, eine Feldlobotomie, das könnte der Dings auch noch machen, der Denmark Bär, der ist da bestimmt sehr aufgeschlossen für. Jay Kimball, nee, ich habe keine Langeweile. Du kannst mir keine Axt vorbeibringen, einen Unfall, die bearbeitet werden müsse, weil da habe ich gerade keine Lust zu und auch keine Zeit. Tipps fürs Begradigen von Stählen vor dem Härten. Ganz einfach. Planschleifen. Mache ich mit all meinen Messern, wenn ich welche baue, habe ich ein Planschleifgerät und da werden die auf der Fläche plan geschliffen. Und dann ist das Wichtigste beim Härten, dass die symmetrisch sind, hundertprozentig symmetrisch. Und dann müssen die Messer beim Härten ohne Abschattungen hängen. Das heißt, sie dürfen nicht ein großes Werkstück neben sich haben, was die Energie abschattet. Dann entsteht auch wieder ein Bimetall-Effekt. Jacke Parkmann, wolltest du auch noch irgendwie, du könntest auch, wie wär's mit gleichzeitig, du könntest richtig durch Lobotomie mit Tätowierung und Feldamputation und einen Holzfuß vom Peru. Wie wär's damit? Klingwerk, schade, ich hätte auch gerne einen Ullnerz gekauft. Ja, das ist wirklich so schade, was hier in unserer Welt gerade so los ist. Denn die Menschen können da nichts für. Und die macht man damit kaputt. Geier 70. Für Hirnabsaugung und Lobotomie ist die Konkurrenz zu groß. Machen viele Medien und andere Kanäle jetzt schon ganz ohne operativen Eingriff. Der war gut. Der war gut. Super. Du hast es auf den Punkt gebracht. AB, du wolltest fragen, ob mein Herz dabei geblutet hat? Nicht richtig. Ich wusste ja, was passiert, als der Joey X das Messer kaputt gemacht hat. Ich habe es mir angeguckt. Was willst du denn erwarten? Der Mann hat, diese Tests sind komplett sinnbefreit. Um einen Test, damit das ein Test wird, brauche ich ja irgendwie, wenn ich zum Beispiel ein Messer nehme und stecke das irgendwo rein und
biege es. Dann muss ja ich hier ja ein Gerät haben, was die Kraft misst, die ich darauf einsetze. Und auch wie tief es ist. Und dann muss ich ja irgendwelche Parameter haben, die was aussagen. Aber was sagt das denn jetzt aus, wenn ich Joey X dieses Messer gebe und er bricht es ab? Es war doch klar, dass so ein Messer abbricht. Das ist ein kleines Messer, was für Outdoor, für Jagd, für Fischweit und so weiter gedacht ist, was schneiden soll. Das war nie gedacht, um irgendwelche Bruchsachen auszuhalten, zumal es ein Elmax-Stahl hat, der hart gehärtet ist. Das knackt weg wie eine Glasscherbe auf dem Fußboden. Also meine ja, also daher, ich fand das nicht sehr schlimm. Ja, Ken Parkman, du hattest erst eine Lobotomie letztes Jahr, ist gut. Und sabberst du jetzt rechtsseitig oder linksseitig oder beidseitig? Ja, die Tests von Joey sind frei, vollkommen sinnbefrei. Sepp Stoh, das Bushcraft Jamboree ist ausgebucht. Du kannst dich, wenn du willst, noch auf die Warteliste setzen, indem du eine Anmeldung schreibst. Und wenn da irgendeiner abspringt, dann würdest du nachrücken, so du denn Glück hast. Aber es sind schon, Anja Wiete sind schon auf der Warteliste. Ja, sind ein paar mehr, ne? Also, aber du hättest noch eine Chance, wenn da, aber ich glaube nicht, dass so viel jetzt absagen noch. Victor, wie siehst du die Nachfrage für Bushcraft, Survival und Prepping in den nächsten Jahren, auch aufgrund der aktuellen Situation? Weiß ich auch nicht. Was ich ganz klar merke, ist, dass die Leute viel mehr Bedacht haben beim Geld ausgeben. Das heißt, wenn du Kurse machst und Geld damit verdienen möchtest, dann musst du musst ja Geld, Leuten Geld abnehmen. Und gerade in diesem Bereich, Leute, die so gerade auch dieses Bushcraft-Klientel, das sind doch Leute, die eher einen Igel in der Tasche haben. Ich bin da mal ganz forsch und sage das jetzt mal meine ehrliche Meinung zu dem ganzen Bushcraft-Kram, was sich da so gebildet hat. Ganz viele Leute, die da sich in den Wald setzen, irgendeinen Instant-Kaffee oder eine Tütensuppe warm machen am Lagerfeuer. Das sind auch irgendwie Leute, die nicht so, sagen wir mal, sozialkonform sind oder auch eher am unteren Level. Viele Leute sind am unteren Level der Verdienstschiene. Das ist nichts Persönliches, das ist nichts Schlimmes, das ist so. Aber diese Leute sind eben, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo im Bereich Management oder irgendwas ein hohes Tier sind oder richtig viel Knatter verdienen, dann gehen die lieber mit ihren Freunden Golf spielen oder machen sonst was, denn sich eine Tütensuppe im Wald oder einen Instant-Kaffee zusammen zu brauen. Somit ist dieses Klientel, was da mitmacht, also du hast zum Beispiel die Knatter haben, die machen sowas mit, als Teambuilding-Maßnahme für irgendwelche von irgendwelchen Firmen. Die gehen aber nicht alleine in den Wald. Und die alleine im Wald gehen, die haben eben nicht, das geben nicht mehr das Geld aus. Und das wird eher doller und schlimmer werden die nächste Zeit. Das ist so mein Eindruck und meine Überzeugung. Und du merkst, dass die Leute einfach so viel verhaltener sind mit den Buchungen, was Kurse angeht. Ne? Wenn du jetzt, du kannst das Ganze forcieren, da habe ich bloß selber keinen Bock drauf für meine Survival-Kurse. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich dann zertifiziere bei Albert Schweitzer, dass ich dann da von dem beworben werde, muss ich aber bei jedem Kurs irgendwie ein Drittel abgeben an Albert Schweitzer. Und dann bin ich nur noch jedes Wochenende am Wuchten und Wuchten und Wuchten und schleuse da Leute durch. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Daher mache ich das lieber selber. Und aber ich bin da nicht so, dass die Leute so, naja, habe ich jetzt lang genug rumgesalzt. Hi Matthias, ich habe gerade die Terre Messer entdeckt
Und mir ist das große Skrama 240 und ein 140er zugelegt. Sehr geile, robuste Teile aus Finnland für recht kleines Geld. Kennst du diese? Ja, Uwe. Ich habe auch ein Skrama, ein großes. Ich habe eins in Edelstahl, also die rostfreie Version mit dem roten Griff. Und ein altes hatte ich, da war aber die Schneide recht schnell umgehauen. Aber die sind ganz gut, aber ich muss dir auf der anderen Seite sagen, ist auch wieder sowas, haut mich nicht richtig weg, weil ich bin ja auch ein Mensch, der viele Messer hat und sammelt und euch viel zeigt. Und dafür sind die dann mir wieder zu profan, zu einfach. Obwohl sie gute Werkzeuge sind, das wollen wir ja nicht ausschließen. So. Ja, Destiller One. Gibt ja genug Videos à la Bushcraft mit 100 Euro Equipment oder Survival mit gebrauchten BW-Zeugs. Ja, das ist ja das Thema, ne? Also ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde auch BW-Klamotten scheiße. Brauche ich nicht. Ne? Wenn ich bei der Bundeswehr die Jacken, also es gibt ja nun wirklich auch viel bequemere Sachen. Prepping, Victor, was du machen kannst. Ich weiß nicht, wie wichtig das wird. Ich sehe im Moment, dass wir da oben Leute haben, die uns sagen, die, wenn wir nicht alle ein bisschen reagieren in Zukunft bei der nächsten Wahl, dann werden wir das, wird es noch ganz schlimm kommen und wird immer schlimmer werden. Ich habe, weiß nicht, was sein wird in der Zukunft. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Aber dass wir, es werden, ich kenne immer mehr Freunde, die ihren Garten umgegraben haben und da jetzt ein paar Moorrüben und sonst was reingesteckt haben im Fußboden. Und ich finde das auch rattencool. Selber haben wir genug Land, dass wir das machen könnten, aber ich habe da keinen Bock drauf. So, Prepping, mir reicht das schon mit der Jägerei, wenn wir da stundenlang Fleisch klein schneiden und so weiter. Das ist schon viel Arbeit immer. Und das ist mir zu viel Gefummel dann irgendwann. Dann bist du ja nur noch mit dem ganzen Krempel im Gang. Dafür gehe ich lieber im Moment lieber arbeiten und gebe mein Geld einfach aus. Und dann für die, auch wenn sie teurer sind, die Lebensmittel. Aber dafür muss ich nicht im Garten umgraben. Ja, das wird noch schlimmer werden. Die schaffen ja gerade unsere Automobilindustrie ab. Klingenwerk. Silas, ja, das mit den 299 ist aber auch so ein Thema. Du musst das eben so sehen, wenn du das Ding für ein ganzes Wochenende, du musst dir mal überlegen, das möchte ich auch mal feststellen. Ich habe das mal ausgerechnet, mit Vorsorge und Nachsorge für einen Survival-Kurs, mit Einkaufen dafür gehen, am Tag vorher, dann alles zurechtstellen, die ganzen Sachen machen für den Survival-Kurs, da bist du schon einen guten Tag im Gange am Sortieren. Dann machst du noch für den Survival-Kurs mindestens einen halben Tag Papierkrieg. Dann ist der Kurs, der ist dann ein Wochenende, fängt meist freitags an. Du bist dann von morgens freitags bis abends um meist 23 Uhr mit den Leuten im Gange, mit Lagerfeuer sitzen, erzählen und tun. Das heißt, du bist elendig 4 Stunden. Morgens geht das dann weiter um 8 Uhr meist, stehst du schon auf, dann machst du wieder mit den Leuten was und das endet dann wieder um 23 Uhr, also bist die ganze Zeit, das ist Arbeit. Am Sonntag stehst du wieder um 7 Uhr auf und dann irgendwann mittags, nachmittags hauen die Leute ab. Du fährst dann nach Hause, musst den ganzen Scheiß noch verkramen wieder, alles sauber machen, alles beiseite packen, in die Regale einräumen und dann machst du montags nochmal Nachsorge und dann musst du dafür noch Steuern zahlen. Du hast denn in diesen paar Tagen hast du so viel Stunden gerissen, du hast denn nur allein in den 3 Tagen mit den Leuten
bist du fast bei 40 Stunden, die du in nur 3 Tagen gerissen hast. Ohne die Nach- und Vorsorge. Und wenn dann einer, da sagen wir mal, einen Kurs mit 10 Leuten hat und muss davon auch noch Umsatzsteuer zahlen und dann vielleicht und noch Einkommensteuer, dann bleibt von diesen 3.000 Euro, wenn er dir auch noch dafür das Essen und alles mitgebracht hat und alles an Ausrüstung und, da bleibt so wenig von über. Und das musst du mal richtig sehen, was da eigentlich, warum dieser Preis da steht. Und wenn du dann den Stundenlohn umrechnest für den Survival-Kurs, dann weißt du eigentlich, dass, was Mindestlohn heißt. Ja. Ich gucke hier gerade, was noch so ist an Themen. Ja, Leute, ich bin jetzt hier 1 Stunde und 40 Minuten bin ich am Sabbeln. Ich bin langsam so heiser. Ich würde gerne das heute beenden. Ich lasse gerne nochmal, wenn ihr möchtet, den Stream noch ein bisschen weiterlaufen, damit ihr euch noch austauschen könnt am Chat. Tauscht euch aus, nutzt das eben die Endminuten hier. Ich lasse das nochmal 5 Minuten weiterlaufen für ein paar E-Mail-Adressen reinballern. Ihr könnt die, macht das bitte, schreibt Ad rein, dann könnt das, wird das nicht von Bots übernommen. Also ein richtiges Ad.at in Klammern oder irgendwas. Und dann kann derjenige, der euch kontakten möchte zum Thema Mitfahrgelegenheit, auch zu euch durchdringen. Das wäre sehr schön. Ich möchte mich jetzt echt zurücklehnen. Ich bin echt heiser. Und möchte mich recht herzlich für die rege Teilnahme hier bedanken. Wenn ihr nochmal Bock habt, mal eben alle gleichzeitig, wir haben jetzt hier gleichzeitige Zuschauer, wir sind jetzt bei irgendwie über 100, klickt mal eben alle den Like-Button. Macht ihr mit? Like-Button drücken, jetzt sofort. Achtung, jetzt Like-Button drücken und nochmal Like-Button drücken. Jetzt, ey, 2 haben jetzt einen Like-Button gedrückt. Nochmal. Ah, jetzt geht's los hier, 66. Ne? Kostet euch gar nichts. Ja, ist aber so ein bisschen das Dankeschön für mich. So, und ich lasse jetzt noch ein bisschen auf. Ich mache euch noch mal eben den Start-Bildschirm an und dann könnt ihr euch hier gerne noch eben im Chat 5 Minuten, 10 Minuten austauschen und ich danke euch fürs Dabeisein. Bis denn, wir sehen uns bald wieder. Nächste Woche werde ich wohl mal wieder noch vielleicht noch ein Video machen, bevor ich zur IWA gehe. Auf der IWA werde ich Livestreams machen. Seid dabei. Ich werde mit dem irren Reini, wenn wir noch hier Powercut Reini, werde ich auch noch was machen bestimmt. Und wir sehen uns dann bald wieder. Dankeschön. So. Ich bin jetzt leer gelabert. This night requires songs on earth. 3 words a quiet afternoon. Liebe Leute, so geil, so ein schönes Wetter, so schön, so herrlich. Ja, es ist einfach ein Traum. Ich bin hier draußen und genieße den Morgen und
trinke noch einen Kaffee und habe gedacht, jetzt machst du noch eben die zweite Reihe für Messer aus der großen Kiste mit dem die großen Messer. Ja, ich freue mich, dass das so eine rege Resonanz bei euch gefunden hat. Und seid dabei, schaut mit mir, die nächste halbe Stunde wird's bestimmt, die Messer mal an. So, nun wollen wir mal loslegen. Jetzt sind wir wieder dabei. Messer. Ja, ich genieße den Tag hier. Das ist so wunderschön. Ich liebe das. Die Sonne morgens, wenn es so mild ist, die ersten Tage, wo es warm wird. Der Raps blüht hier. Es riecht wunderbar. Die Bäume sind hier am Ausschlagen. Es ist einfach toll. Ich genieße das so sehr. Ne? Bodo, du genießt das auch hier. Ja, wir sitzen hier draußen und haben noch ein bisschen Zeit, bevor ich arbeiten gehe. Und werde noch eben ein Video für euch mit euch machen. Und ja, letztes Mal, das hat ja wieder gut eingeschlagen, wurde gut angenommen, das Video. Und es wurde viele sagten gleich in den Kommis, dass ich weitermachen soll, nächste Kiste, nächsten Messer zeigen soll. Und dann bin ich dabei. Ja, meine Frau ist heute zu ihren Eltern geflogen, nach La Palma, auf La Palma. Die wohnen genau nebenan, im Nebenort von Benjamin Klausner. Das ist ganz witzig. Und ja, meine Frau war jetzt schon so lange nicht, durch die Corona-Krise konnte sie ihre Eltern nicht besuchen. Ja, die war so aufgeregt, die Kleine. Und die ganze Woche schon nur am Hübbeln, dass sie endlich zu ihren Eltern kann. Und voll süß. Und jetzt ist sie heute Morgen ganz früh los nach Hamburg zum Flughafen. Und nun bin ich hier Strohwitwer. Jetzt kann ich hier rumlümmeln. Aber ich will jetzt mal anfangen und euch nicht auf die Folter spannen. Ne? Ja, komm, Bodo und Schako sind hier und jetzt legen wir mal los. Ihr kennt ja den Klassiker, der Klassiker. Ich war gerade vorletztes Wochenende auf dem Reichweite-Treffen im Sauerland von dem Joe Dietenhofen. Und nochmal danke, Joe, für die Einladung und auch an Olaf und JJ auch nochmal danke für die Einladung. War sehr, sehr nett bei euch. Und Toni war natürlich auch da. Und ja, was wäre die Messerwelt ohne das GEK von Toni? Ich selber habe hier die Variante in das GEK 2000 von Icon. Ihr seht, das ist benutzt, da ist auch Rost ein bisschen schon dran, weil das ist ein D2-Stahl, der immens die Schärfe hält und auch immens stabil ist, weil er eine gute Härtung hat. Ich selber habe mir dafür eine Kydex gemacht. Ich mache mir immer meine Survival-Kydexe, kennt ihr ja. Und wo oben drin ein Feuerstahl mit drin ist, den kann man so mit der Messerspitze dann rausschieben. Ich habe hier noch Roboterklett drauf, so kann man auf der Kydex noch Sachen befestigen. Ne, zwei Streifen, da könnt ihr eine Tasche draufsetzen oder irgendwelchen anderen Kladderadatsch und hier fällt gerade die eine Schraube raus. Gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall mit Dengler mag ich immer gern einen Gurtdengler, dadurch trägt sich eine steife Kydex scheide schon wesentlich besser. Zu dem Messer selber. Es ist eine Ikone der Messergeschichte. Toni hatte ja anfangs die bei Schlieper bauen lassen. Auch das Europamesser stammt aus der Serie. Das besitze ich leider nicht. Und dieses hier ist jetzt schon die nächste Generation, war dann von Puma. Und dann war das dann bei Puma, lief das noch so milde nebenbei und jetzt wurde das dann bei Icon hergestellt. Das ist das GEK Icon GEK 2000. Meines Erachtens von der Leistungsfähigkeit das beste GEK hier mit G10 Schalen, G10 Durchbrüchen, weil es einfach auch super gut schneidet und die Schneidphase fein genug ist, sodass man hier mit diesem Messer wirklich auch richtig heftig arbeiten kann. 17,5 cm sind das, glaube ich, an Klingenlänge. Der Griff ist extra skelettiert, der soll ist so durchbrochen, dass er auch zur Not einen Abseilachter bilden kann für eine dünnere Schnur. Hier könnt ihr mit einem Abseilachter laufen lassen und das wie einen Abseilachter benutzen. Ich habe hier von Toni noch vorletzte Woche so eine handgenähte Lederscheide von ihm bekommen für das GEK. Die passen ja, die sind ja identisch. Und nach dem
Toni hatte dann den Vertrag da aufgelöst und dann ist er zu Böker gegangen. Bei Böker wird das GEK dann auch in einer fast identischen Version, bloß mit Böhler N96 hergestellt. Ja, und jetzt werden die GEKs dann auch noch bei Condor hergestellt in einem Kohlenstoffstahl 1075. Ja, guckt, also das allein ist schon, was bei den GEKs könnt ihr schon eine ganze Sammlung nur mit den verschiedenen Modellen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, vollkommen füllen. Und ein sehr, sehr gutes Outdoor-Messer. No Nonsense, auch nichts fürs Auge richtig. Also man muss das Ganze so, es ist einfach Form follows Function. Toni ist ein Pragmatiker, der macht da seine Sache und zieht das durch. Und ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Das ist das GEK von Toni Lennartz. Ich gehe mal weiter. Hatte ich letztens erst vorgestellt, das ist das TRC Apokalypse. Ich kriege meine TRC Knives immer, hole ich bei Tools for Gents. Die sind, ist ein Top-Laden, gut ausgestattet und hier aus deutschen Landen. Ja, unterstützt man die deutsche Wirtschaft und der Ritchie. Das sind coole Socken, die machen echt, die bringen das wirklich gut weiter, den Laden. In Zukunft wird es, glaube ich, keine Messer. Also die sind sehr gute Einflussnehmer, was neue Designs angeht und sind da sehr, sehr präsent. Also